Servus, grüß Sie und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen angetesteten Video hier auf Sassi Spielwiese. Wir schauen uns heute Battle Axe an. Das ist ein Hack'n'Slay, arkadisches Hack'n'Slay, also kein Rollenspiel Hack'n'Slay, im Stil von Gauntlet. Und ja, der Name lässt vermuten, dass auch Golden Axe eine Inspirationsquelle sein soll, wobei von der Optik, also von der Perspektive, besser gesagt, nicht von der Optik, von der Perspektive, als auch vom Spieldesign her, würde es mich tatsächlich mehr an Gauntlet erinnern. Golden Axe hat damit eigentlich so rein perspektivisch überhaupt nichts zu tun, tatsächlich. Am ehesten vielleicht noch die Referenz, dass man hier auch drei Charaktere spielen kann und dass es im Fantasy-Szenario spielt und dass man ja im Koop hier spielen kann. Das sind so die Sachen, die mit Golden Axe vielleicht zu tun haben, alles andere eher Gauntlet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es ja schon ein bisschen angespielt, würde ich am ehesten noch ein The Chaos Engine rausgucken, weil die Perspektive sehr ähnlich ist und das Spieldesign auch relativ ähnlich ist. Sogar die Münzen, die herumfliegen, sehen sehr ähnlich aus, finde ich. Es ist nur ein anderes Szenario, nicht Zukunft, sondern Fantasy, aber ansonsten ein sehr, sehr ähnlich designtes Spiel, wie ich finde. Wird aber nicht als Referenz genannt, komischerweise. Das Spiel ist ein Kickstarter-Projekt, das erfolgreich gebackt worden ist und ja, jetzt dann eben heute rausgekommen ist, zumindest auf Steam, für Xbox und Konsolen und so weiter, PlayStation, ich weiß nicht, Switch, glaube ich, gibt es das auch noch, ist es, glaube ich, sogar ein Stück früher rausgekommen, ein, zwei Tage vorher schon. Und für die, die das gekickstartet haben, die durften, glaube ich, bereits schon längst spielen, also mindestens eine Woche oder so vorher. Insofern ist es für die Leute wahrscheinlich nichts mehr Neues, aber für mich, der es heute erst erstanden hat, ist es was ganz brandneues und ich habe auch nichts mit Kickstarter gemacht und so weiter. Ich habe es einfach jetzt regulär gekauft. 27 Euro kostet es normal, also normalerweise. Und ich habe jetzt hier so einen Sale mitgenommen, so einen Einstiegssale. Das war dann bei 22 Euro. Ja, ob sich das lohnt für 22 oder für 27, werden wir dann anhand des Videos dann feststellen. Am Ende gibt es ein kleines Fazit. Was mich hier so ein bisschen wundert, 2020, warum eigentlich 2020? Wir sind noch im Jahr 21 und das Spiel ist heute erst rausgekommen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist bestimmt noch irgendwie ein Platzhalter von älteren Versionen oder so. Ihr seht übrigens hier, ich habe schon ein bisschen gespielt mit allen drei Charakteren. Man kann so einen Krieger spielen, so einen Magier und so eine Art Schurken, Dunkelelfin. So wie ich das gesehen habe, haben die so leichte Unterschiede. Mehr Lebensenergie hat der eine, dafür ist die andere schneller und so weiter. Das werden wir uns dann gleich mal anschauen, wobei es nicht so ganz rauskommt, was die eigentlich so im Einzelnen können. Ich kann auch hier die Musik und übrigens die Soundeffekte nicht lauter oder leiser stellen, deswegen muss ich das jetzt hier über das Aufnahmeprogramm machen. Ich hoffe, das ist trotzdem einigermaßen okay. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, das ist sehr witzig, denn es gibt einmal schwer und einmal einfach. Es gibt aber kein normal. Ja, keine Ahnung. Dann kann man hier so einen CRT-Shader drauf machen. Ich finde das aber also eher gewollt als gekonnt. Wie gesagt, Audio kann ich aus- und einschalten, aber das war es auch schon. Ja, Steuerung ist auch relativ simpel. Bisschen bewegen. Wir können zwei Nahkampfangriffe, oder nee, eigentlich einen Nahkampfangriff und einen Spezialangriff, den man aber so ein bisschen mit Cooldown hat, der meistens auch ein Nahkampf ist, Nahkampfangriff ist. Dann haben wir grundsätzlich die Möglichkeit zu schießen, also Fernkampf zu machen, und man sammelt manchmal Gegenstände auf und die kann man dann aktivieren mit Y. Viel mehr ist es nicht. Ich habe irgendwann mal gelesen, es soll so ein Level-System geben, so ein Aufstieg-Rangsystem mit XPs und so. Konnte ich es beim Anspielen ehrlich gesagt überhaupt nicht entdecken. Da bin ich gespannt, was da noch kommt. Das ist Deutsch, das ist interessant, oder sowieso mehrsprachig, wobei, seien wir ehrlich, viel gibt es da nicht an Text. Genau, Zwei-Spieler-Modus ist natürlich sehr interessant. Werde ich jetzt aber hier natürlich nicht zeigen können. Und ja, genau, was wichtig ist. Was ist an dem Spiel eigentlich überhaupt so besonders? Also ihr seht ja schon, es ist Pixel-Look. Aber ich glaube, so die Zusammensetzung der Leute, die das erstellt haben, und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt auf das Spiel gekommen bin. Also jetzt mal gerade in Bezug auf die Optik, weil das ist, glaube ich, das herausstechendste Merkmal bei diesem Spiel. Und zwar hat die Grafik oder wurden die Grafiken von Henk Nieborg gezeichnet. Das ist ein Niederländer, der, falls euch der Name nicht sagt, ein Veteran tatsächlich ist, der schon zu 16-Bit-Zeiten sehr aktiv war und zum Beispiel eines der bestaussehendsten 16-Bit-Spiele aller Zeiten gemacht hat, nämlich Lionheart für Thalion damals.
Und wer Lionheart kennt, weiß, dass das zwar kein gutes Spiel war, aber optisch, ich glaube, auf Amiga gab es nichts Besseres rein optisch. Insofern eine sehr gute Referenz. Und ja, auch die Musik ist von der Koryphäe gemacht worden. Die, den Namen kann ich jetzt hoffentlich richtig aussprechen, und zwar Manami Matsumae. Und die hat zum Beispiel schon Musik für Mega Man, Mighty Number 9, Number 9 und Shovel Knight gemacht. Und das sind ja keine schlechten Referenzen. Ne? Shovel Knight hat ja auch eine coole Musik gehabt. Ja, genau. Und der Programmierer, der hat an Xenocrisis mitgemacht. Der Mike Tucker. Und das Xenocrisis ist auch ein Spiel von Bitmap Bureau, aber das kenne ich leider nicht und ich glaube, das muss man auch nicht unbedingt kennen. So, jetzt genug geschwafelt. Wir fangen mal einfach an. Einspielermodus. Es gibt einen Endlosmodus und ein neues Spiel Plus Modus. Arcade-Modus, wenn man den durchgespielt hat, kann man das neue Spiel Plus beginnen. Ich weiß aber nicht genau, was das dann an anderen Sachen. Was soll ich es auch wissen, gell? Ist ja noch nicht freigeschaltet. Endlosmodus, da spielt man halt einfach immer weiter und ich glaube, da es ja so ein bisschen arkadig auch ist, das Spiel, also es kommt ja, die Wurzeln sind ja sozusagen aus den Arcade-Spielautomaten, würde ich sagen, dass das wahrscheinlich da um Highscore geht. So, aber es gibt auch einen normalen, ich sag mal in Anführungszeichen, Kampagnenmodus und da haben wir, glaube ich, insgesamt 4 größere Abschnitte, die man schaffen muss mit jeweils einem Endgegner. So, das sind unsere Charaktere, die wir spielen können. So einen bulligen, recht langsamen Typ. Den habe ich auch in den, an diesen dicken Typ mit dem Panzerfaust auf dem Rücken von Chaos Engine. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, aber da gab es doch so diesen Navy, glaube ich. Der eine hieß, glaube ich, Navy. Und der andere weiß ich nicht mehr, aber die hatten auch so eine Panzerfaust auf dem Rücken. Und auch so bullig. Ich sag euch, die haben sich Chaos Engine angeschaut. Das ist eigentlich die eigentliche Vorlage hier. So, also er heißt Rooney und ist ein Marauder. Dann der Iolo, direkt aus Ultima, ist der Druide. Und Faye, the Dark Elf, habe ich richtig gesehen. Das habe ich jetzt geraten, aber ich hatte es nicht gelesen gehabt, aber jetzt weiß ich, es ist wirklich ein Dunkelelf. Genau, ich würde sagen, vielleicht spiele ich mal mit allen drei. Fangen wir mal mit der Faye an. Kampf über den Wolken. Also was hier auf jeden Fall auffällig ist, wir sind sehr nah am Geschehen dran. Das ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Man kann da nicht rauszoomen, gar nichts. Ist jetzt ganz am Anfang, also für mich war es am Anfang ein bisschen komisch. Aber man gewöhnt sich dran. So. Das ist der Standardangriff, der normale. Die Münzen sind insofern wichtig, oder Geld generell, weil man nämlich dann zwischen den Leveln was kaufen kann. Bei ihr ist auffällig, sie kann ein Messer schmeißen, aber nicht so oft. Das ist relativ langsam, das Messer. Das ist beim Iolo und beim Rooney nicht so. So, das ist der normale Angriff. Das ist der Skill, den sie hat. So ein Rundumschlag. Ich glaube, bei ihr ist halt, sie ist besonders schnell. Lebensenergie 4. Rechts neben der Lebensenergie, also das Grüne. Also das Grüne ist die Lebensenergie und rechts daneben, das ist so ein Gegenstand, den man aufnehmen kann. Den man da benutzen kann. Zum Beispiel das Hühnchen, um Lebensenergie aufzuladen. Wenn sie viermal, also jeder Treffer, den sie bekommt, nimmt eins von den grünen Strichen weg. Und dann ist sie eben tot. Ihr seht, in ihrem Porträt ist eine 2, sie hat 2 Leben. Es gibt keine Continues. Okay, jetzt natürlich blöd, ich kann nur einen Gegenstand aufnehmen. Ich weiß auch nicht, was die Potion macht, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. So viel habe ich jetzt auch nicht gespielt. Ihr habt übrigens gesehen, ich habe vorhin einen Typen befreit. Also 7 muss ich befreien, dann habe ich das Level, glaube ich, geschafft. Oder ist das vielleicht nur ein Bonusziel? Weil eigentlich läuft man immer weiter und trifft irgendwann auf den Endgegner. Kombos kann man bekommen, also diese rote Leiste, die ihr da gerade gesehen habt, neben meinem Porträt, das ist sozusagen die Kombo-Leiste. Solange die leuchtet,
habe ich eine Kombokette, wenn ich schlage. Okay, also die Potion lädt mich offensichtlich auch wieder auf, wahrscheinlich sogar komplett. Insofern besser als das Hühnchen. Sprachausgabe gibt es, habt ihr gehört, die ist ganz cool gemacht. Ich finde das Trefferfeedback hier bei dem Spiel ist cool. Und dass die da so zersprotzen und so, das finde ich auch ganz cool gemacht. Also die Musik ist auch nett, wobei ich, ja, die Musik ist eigentlich gut, aber ich glaube noch ein Stück besser. Das eigentliche Highlight ist tatsächlich die Optik des Spiels. Die ist wirklich wunderschön gemacht. Pixel Art ist ja nicht immer gut, aber hier in dem Fall muss man sagen, der Henk Nieburg ist halt ein Meister seines Fachs. Ich glaube, ich spiele jetzt hier auf einfach, wobei einfach jetzt auch nicht so einfach ist. Ich habe es auch schon mal auf schwer gespielt, aber ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und meine Leiste ist eben einfach. So, das kann man hier so ein bisschen rumschubsen. Wobei das nicht nötig ist, weil die Gegner so schnell zerpratzen. Brauche ich kein Explosionsmittel. Ui, es regnet. Es gibt noch drei Felder unter meiner Lebensenergieanzeige. Ihr seht es. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Dafür habe ich noch nicht weit genug. Thank you. So, 5 von 7 haben wir schon. So, jetzt schon der Endgegner. Ah, wir haben nicht alle gefunden. Dann ist das nicht... Dann ist das offensichtlich nicht das Ziel des Spiels, sondern nur ein Bonus. Und das Ziel ist eigentlich hier, den Endgegner zu besiegen. Also der Endgegner hier mit der Fee ist ein bisschen kacke. Weil das mit den Dolchen bei ihr nicht so ausgeprägt ist. Ist ja auch tot. Ja, danke. Und drüber springen kann ich nicht. Fey needs food. Mein Gott, stirb endlich. Diese Fey ist irgendwie noch nicht so ganz ausbalanciert, glaube ich. Also auf jeden Fall, der Dolch wirft sich komisch, weil bei den anderen beiden ist die Fernkampfwaffe viel direkter. Tötung 72. Rang E. Naja, das war nicht so dolle. Willst du was kaufen? Magische Schriftrolle. Gesundheitssteigerung. Beschleunigen. Extra Stärke. Geschossverbesserung. Tja, viel kann ich mir nicht leisten. Dann nehme ich doch mal die Beschleunigung. Ah, das ist jetzt sozusagen eine permanente Fähigkeit wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ansonsten ist das Spiel wirklich so... Ja, so auf... auf Score ausgelegt. Also... Man kriegt ja für jedes Monster hier Punkte und dann noch für die Edelsteine Punkte. Das ist ja alles kein Geld, das sind ja wirklich Punkte, die auf die Score gezählt werden. Und am Schluss gibt es ja dann hier die Tabelle mit den Bestmarken. Insofern, ja, wie gesagt, will man hier die Fans der Spielautomaten ein bisschen bedienen. Also Retro-Fans ja sowieso, aber hier im Speziellen. Yeah.
Und ihr seht, bei dem Level hier kommen sie immer wieder. Gory. Thank you! Ui, was ist denn das? Was macht denn die Magic Scroll? Fünf von zehn. Okay, wir kommen jetzt hier durch. Okay. Gucken, ob die jetzt alle her. Oh, okay. Das war jetzt die Magic Scroll aus Versehen ausgelöst. Okay, das kennen wir auch so ein bisschen aus Golden Eggs. Dieses Erdbeben. Was ja, glaube ich, der Krieger auslösen kann. Oder der Zwerg, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh. Das hier übrigens mit dem Flammenwerfer, das ist eine ziemlich unfaire Stelle. Weil das kann man fast gar nicht sehen, wenn man hier hochläuft und nicht weiß, dass der existiert. Da kriegt man zwangsläufig einen mitgegeben. Das ist nicht so schön gelöst. So, Bombe. Bombe bekommen. Es gab mal einen berühmten Skifahrer, der hieß Tomba La Bomba. Hat natürlich mit der ganzen Sache jetzt hier nichts zu tun, aber ich wollte es mal erwähnt haben. So, wir sind tot. Das liegt daran, dass ich am Bosskampf so schlecht gespielt habe. Aber ich will sagen, das macht mir gar nichts, denn ich möchte ja auch die anderen Charaktere zeigen. Das kommt mir sogar ganz gut zu Pass. Dann kommt jetzt mal der Iolo dran. Der ist ein bisschen urig. So, dessen Nahkampfangriff ist der Bart. Dann kann er teleportieren und dabei, glaube ich, Schaden machen. Und vor allen Dingen kann er ballern wie so ein... Wie so ein Gestörter. Das ist, glaube ich, so seine Hauptwaffe. Und ihr seht schon, das geht ganz anders ab als der Dolch von der Fee eben noch. Hat auch 4 Lebensenergie. Also auch von den Stats her ist er nicht großartig anders als die Fee. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er so wesentlich langsamer laufen würde. Er ballert nur viel besser. Steuerung beim Spiel ist okay, passt, also relativ direkt und wie gesagt, das Trefferfeedback finde ich gut. Wir haben ein bisschen Vibration drin, wenn man den entsprechenden Controller benutzt. Und wie gesagt, man interessanterweise
gewöhnt man sich an diese Perspektive, an diese sehr nahe. Irgendwann mal fällt das gar nicht mehr so auf. So. Alle hochkommen aber nicht. Was ist diese Fähigkeit beim Teleportieren? Scheint mir jetzt nicht so dolle zu sein. Naja, wenn ich da erscheine, wo der Gegner ist, dann geht er kaputt. Ansonsten, wenn ich das Teleportieren eigentlich nichts Offensives. Wann ist die, die ich vorhin wahrscheinlich vergessen habe, oder? Ich weiß nicht, diese Generatoren oder diese Maschinen, die da rumstehen, ob das quasi Monster-Generatoren sind, so wie bei Gauntlet. Oder was die für eine, für einen tieferen Sinn haben. Musik ist auch cool. Die passt sehr zu dem, was wir auf dem Bildschirm sehen. Ja, alle 7 geschafft. Das gibt bestimmt nochmal extra Punkte. So, jetzt nehme ich auch den Endboss. Genau. Der müsste eigentlich ein bisschen... Das ist ja frech. Habt ihr das gesehen? Der kann durch die Mauer schießen, aber ich nicht. Also der müsste jetzt einfach ein bisschen, eigentlich ein bisschen einfacher sein, weil ich einfach besser Fernkampf mache als die Dunkelelfin. Und es hat sich bewahrheitet. So, diesmal bin ich bei 67 Tötungen und Rang C. So. Also das sind ja alles so Verbrauchsgegenstände, das macht mir jetzt nicht an. Gesundheitssteigerung. Extra Stärke. Was heißt denn extra Stärke? Geschossverbesserung. Beschleunigen. Extra Stärke. Geschoss. Ach komm, ich sammle noch mal ein bisschen Geld. Hä? Vielleicht schaffe ich diese Mine hier. Ne, man weiß es ja nicht. Und dann ist natürlich cool, wenn ich mir die Geschossverbesserung kaufen könnte, weil offensichtlich schieße ich doch mit diesem Iolo hier mehr als alles andere. Ah, der Sultan. Gegner zerspritzen, so zersprotzen in alle Richtungen, so schön, das macht Spaß. Ich habe festgestellt, wenn man Truhen öffnet und hat noch volle Lebensenergie, dann gibt es nicht irgendwie Gegenstände oder zumindest nichts zu essen, sondern dann gibt es Geld.
Aber das Spielprinzip, gerade das mit den Einsammeln der Figuren, ist schon ein bisschen, also schon arg primitiv. Mist. Mist, Mist, Mist. Verdammt. Die Bombe. Thank you. So, wie war denn das jetzt nochmal? Wir hatten das vorhin. Die Bombe hat's gebracht, oder? Achso. Wie süchtig das Spiel machen würde, wenn man Erfahrungspunkte kriegen würde für jedes Monster. Da wird man sich ja einen upgrinden ohne Ende. Ah, das war wieder die berüchtigte Flammenfalle. So, da gibt es irgendwas, einen Gegenstand. Ah. Skelette mag ich. Uiuiui. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Von wegen Skelette mag ich. Okay, Theorie stimmt nicht. Jetzt hatte ich nicht volle Lebensenergie, habe trotzdem Geld bekommen. Hat alles nicht gestimmt, was ich erzählt habe. Mensch, noch kein Leben verloren, das ist ja gar nicht mal so übel. Aber jetzt. Ich glaube, ich bin bald beim Endgegner. Oh, was ist das für ein Zeug? Weil jetzt habe ich nämlich alle 10 Gegner, alle 10 Zivilisten und da kann jetzt nicht mehr viel kommen. Ja, genau. Oh, was ist das? Eine Krabbe. Aha. Okay, das war jetzt nicht so schwierig.
Mal schauen, ob sie was anderes im Angebot hat. Willst du was kaufen? Okay. Thanks. Das sind dieselben langweiligen Sachen. Na gut. Thanks. Goodbye. Das ist das Drachennest. Oh ja, das sieht schon cooler aus. Okay. Es sieht übrigens auch nach Chaos Engine aus, hier das Level, finde ich. Errungenschaft bekommen, Scharfrichter. Das sieht ja auch ziemlich cool aus hier. Aber, ruckelt es? Das ruckelt leicht. Das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht sein. Okay, also mein Schuss ist wirklich krass. Alles mit einem Schlag hier niedergestreckt. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Eile. Eile. Sprachausgabe finde ich auch ganz nett. Ist zwar sporadisch nur, aber finde ich nett. Okay, Spiel vorbei. Mit Abstand erster Platz jetzt. Na gut, Leute, dann machen wir noch einmal mit dem Rooney. Wayne Rooney. So, ja. Also, das ist der Standardangriff, Nahkampf, das ist die Spezialfähigkeit. Und das ist der Ballermodus. Ich würde sagen, der ist mindestens so effektiv wie beim Magier. Kommt mir zumindest so vor. Nur ist unser Rooney ein bisschen langsamer. Das merkt ihr schon. Und das macht mich natürlich persönlich ein bisschen kirre. Da gefällt mir der Druide schon etwas besser. Aber dafür hat er hier einen Lebensbalken mehr. Das ist ja auch schon was wert. Dauerfeuer gibt es hier übrigens nicht. Dafür müsst ihr euch einen Competition Pro Star kaufen, der hat einen Dauerfeuer-Knopf. Rooney has
Action! Diese Spezialfähigkeit benutzt man ehrlich gesagt ziemlich wenig. Weil so super mächtig ist die jetzt auch nicht, meiner Ansicht nach. Thank you, thank you. Die Animationen sind lustig, aber auch ein bisschen stachsig, finde ich. Also, für ganz gehobene Ansprüche fehlt so die eine oder andere, vielleicht noch Animationsstufe. Aber es ist wahrscheinlich auch ein gewollter Look. Als, ja, das ist ja ein 80er Hommage. Irgendwie erinnert mich der Typ so ein bisschen an Lost Vikings, ich weiß auch nicht. Dass die Namen haben, ist ja nett, aber das ist sowas von unnötig, gell? So, war das nicht der Boss, genau. Rooney needs food. Okay. Jetzt kann man natürlich Schnelligkeit kaufen, dann ist der Rooney wieder on par mit den anderen. Oder? Ja, scheint mir schneller zu sein. Okay, Leute, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder ins Hauptmenü, weil ich glaube, an der Stelle können wir es auch beenden. Viel mehr gibt es ja nicht zu sagen und viel mehr gibt es auch nicht zu zeigen. Es gibt dann noch, außer das, was wir gesehen haben, noch ein weiteres Level und das war es dann, glaube ich, auch schon. Und ja, ich weiß nicht, also ein Durchgang, Arcade-Modus, denke ich nicht, dass der noch länger als eine weitere Stunde dauert. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich mit Iolo gestorben bin. Wahrscheinlich eher weniger. Und das ist natürlich für 27 Euro, was es offiziell kostet, eine happige Geschichte. Da weiß ich jetzt auch nicht. Natürlich denke ich, ist es eher ein Zweispieler-Spiel, also Koop-Spiel. Deswegen ist da wahrscheinlich auch nochmal der Spielspaß anders zu bewerten, wenn man zu zweit spielt. Trotzdem finde ich Umfang, aber auch Spieltiefe ein bisschen zu gering. Also auch, dass man da, also man könnte ja sagen, okay, wir machen ein kartiges Spiel, aber geben dem Tiefe, indem wir den Shop viel größer machen oder, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich so ein Level-System oder irgendwas, um ein bisschen Dauermotivation zu erzeugen. Und jetzt stelle ich mir gerade das Endlos-Spiel vor und man spielt sozusagen endlos jedes Level durch, immer bis man irgendwann mal stirbt oder keinen Bock mehr hat. Das haut mich jetzt nicht so vom Hocker tatsächlich. Das Spiel hat natürlich eine schöne Optik, das ist sicher und klar. Das will ich ihm auch nicht abstreiten. Eine schöne Pixel-Optik, wenn man auf Pixel steht. Ist mir ein bisschen Touch zu nah am Spielgeschehen dran, aber man gewöhnt sich dran. Ich habe es ja schon erwähnt. Animation ein bisschen stachsig, ja, aber das kann auch eine Hommage sein. Ansonsten finde ich die Charaktere, die man spielt, schön ausgearbeitet, haben eigentlich auch schöne Animationen, so mit dem Bart und so, das ist schon nett gemacht. Musik ist auch super, ja, passt zum Spielgeschehen, auch sehr spielautomatenartig, die Musik finde ich auch ziemlich cool. Und ja, was soll ich sagen, also ich finde es nett, nettes Spiel,
hübsch anzusehen, hübsch anzuhören, spielt sich auch, also Gameplay ist schnell und direkt und man hat gutes Trefferfeedback, aber ich würde keine fast 30 Euro dafür ausgeben, das finde ich fast sogar frech, wenn ich ehrlich bin. Für mich wirkt das Spiel so ein bisschen noch wie eine Art, so, ich will jetzt nicht böse sein, gell, aber wie, das ist irgendwie so eine Pixel-Art-Tech-Demo. So, als hätte man als Demo runtergeladen und wenn man es zu Vollpreis kauft, kriegt man dann das richtige Spiel. So kommt mir das ein bisschen vor. Ja, also, es hört sich jetzt ein bisschen vernichtend an, gell, aber so meine ich es gar nicht. Ich will einfach nur sagen, das Spiel hat schon seinen Charme, aber nicht für das Geld. Also Preis-Leistung stimmt hier, finde ich, nicht. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal auf einen echten Sale warten. Ein Fünfer kann man investieren, vielleicht auch 10. Wenn ihr auf Konsole kauft, ist ein 10er wahrscheinlich sogar ganz okay. Und dann eben zu zweit spielen und dann kann man ja auch mehr Spaß an der Sache haben. Dann ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen höher anzusiedeln, das Ganze. Ansonsten, ja, ich hätte mir mehr erwartet tatsächlich. Und irgendwie bin ich jetzt ein kleines bisschen tatsächlich enttäuscht. Aber gut, man kann nicht bei allen Spielen am Ende glücklich sein. Und insofern danke ich jetzt mal fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Und vielleicht bis zum nächsten Video hier auf Sossi Spielwiese. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.